Eine 4.000 € Rechnung fürs Handy? Wie konnte das bloß passieren? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von handykurse.at. Bevor das Video losgeht, noch eine kleine Erinnerung. Wenn Sie keines dieser Videos versäumen wollen, drücken Sie unten auf Abonnieren. Das ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Und jetzt geht's weiter zum Video. Eine Bekannte von mir, sie ist schon in Rente, wollte sich einen wunderschönen Urlaub gönnen. Dazu flog sie ein bisschen weiter weg. Schauen wir uns an, wohin. Dazu müssen wir mal ein bisschen rauszoomen. Wo ist meine Bekannte hingeflogen bzw. hingefahren? Afrika, Saudi-Arabien und an der Ostküste befindet sich Madagaskar. Das machen wir ein bisschen größer. Und dann nochmal östlich davon befinden sich die Inseln La Réunion und Mauritius. Hier in dieser Gegend hatte sie eine Kreuzfahrt gebucht und fuhr mit einem großen Kreuzfahrtschiff durch diese Gegend. Meine Bekannte hatte während dieser gesamten Reise ihr Handy, ihr Smartphone eingeschaltet. Das ist grundsätzlich noch kein Problem. Können Sie schon erahnen, wo der Fehler hier liegt? Sie haben es wahrscheinlich schon erraten. Meine Bekannte hatte den Flugmodus nicht eingeschaltet, während das Handy eingeschaltet war. Wir haben es in einem anderen Video schon mal durchgenommen. Der Flugmodus schützt vor ungewollten Verbindungen. Das kann besonders hilfreich sein, wenn Sie sich im Ausland befinden. Wir schauen uns an, wie schaltet man den Flugmodus ein. Ich wische ganz von oben nach unten bei meinem Android-Handy und dann haben wir hier den Flugmodus, aktivieren wir ihn und dann sehen Sie, wie sich alle anderen Funkverbindungen automatisch ausschalten. Das heißt, man kann nicht erreicht werden, hat keine Telefon- und keine Internetverbindung. So können auch keine Kosten entstehen, dass zum Beispiel Datenpakete geschickt werden oder Anrufe entgegengenommen werden können. Was auch vielleicht zu Kosten führen kann. Meiner Bekannten war natürlich klar, dass sie selbst keine Anrufe tätigt, aber das ist im Urlaub wahrscheinlich ja auch nicht nötig. Wie kamen jetzt diese immens hohen Kosten von 4.000 € zusammen? Die ganze Geschichte ist sehr einfach. Meine Bekannte hatte das Handy eingeschaltet und sie dachte sich, wenn sie keine Anrufe tätigt und nicht im Internet surft, kann gar nicht so viel passieren. Das Problem ist, dass unsere Handys, unsere Betriebssysteme ständig kleinste Datenpakete schicken. Standortdaten, Aktualisierungen von Apps, überprüfen, ob neue WhatsApp-Nachrichten eingegangen sind und ähnliches. Das sind ganz kleine Datenpakete. Das Problem ist nur, dass diese Datenpakete in ausländischen Netzen sehr, sehr viel Geld kosten können. Zusätzlich war sie auf einem Kreuzfahrtschiff. Und Kreuzfahrtschiffe sind bekannt dafür, dass sie extrem viel dafür verlangen, wenn man sich in ihr Mobilfunknetz einwählt. Die richtige Wahl wäre gewesen, wenn sie sich auf dem Kreuzfahrtschiff ins WLAN eingewählt hätte. Das kann sein, dass das ein paar Euro kostet, ist aber sicher günstiger als ein paar tausend Euro. Ich habe mir nachher den Verbindungsnachweis genau angeschaut und dort etwas Erstaunliches herausgefunden. Es ist dort genau gestanden, welche Kosten wo angefallen sind. Da habe ich zum Beispiel gesehen, dass kleinste Datenmengen ein paar Kilobyte schon 1 Euro gekostet haben. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Handy mehrmals täglich 10, 20 mal, 50 mal, 100 mal am Tag nachfragt im Internet, ob alles in Ordnung ist, ob alle Dinge aktuell sind, dann können da schon schnell hohe Kosten zusammenkommen. Das heißt, auf dem Kreuzfahrtschiff und natürlich in den fremden ausländischen Ländern wie Madagaskar, Mauritius, sind diese Kosten angefallen. Dann war aber noch ein Punkt, den ich gelesen habe, EU-Roaming. Da wurde ich stutzig. Was hat dieses Gebiet dort mit der EU zu tun? Und dort habe ich genau nachgelesen. Ich zeige es Ihnen hier. Die linke dieser beiden Inseln, La Réunion, gehört zu Frankreich und
Meine Bekannte hatte in ihrem Tarif die gesetzlich geregelte Möglichkeit, ihre Telefonie und ihr Internet im EU-Ausland kostenlos zu nutzen, beziehungsweise wie zu Hause zu nutzen. Diese Gesetzeslage gibt es seit ein paar Jahren, heißt Roam Like at Home. Und die besagt eben genau dies. Wenn Sie zum Beispiel in Frankreich, Deutschland, Italien, Griechenland, wo auch immer sind, können Sie in den fremden Netzen Roaming benutzen, also Internetdienste und auch Telefondienste, und diese so bezahlen, als ob Sie zu Hause sind. Sie hatte ein Internetpaket dabei mit gewissem Download, Datenvolumen, und die kurze Zeit, die sie in La Réunion war, hat sie tatsächlich gratis gesurft. Hat meine Bekannte jetzt diese 4000 Euro Telefonrechnung bezahlen müssen? Wir haben natürlich sofort probiert, mit dem Anbieter Kontakt aufzunehmen und um eine Kulanzlösung zu bitten. Diese wurde glücklicherweise auch gewährt. Meine Bekannte musste nur 1000 Euro dieser 4000 Euro bezahlen. Ist immer noch sehr viel Geld, aber zum Glück nur ein Viertel der Gesamtsumme. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Sie können Ihr Handy selbstverständlich mitnehmen in den Urlaub, in fremde Länder. Sie können es dort auch eingeschaltet lassen. Bitte achten Sie dann aber darauf, dass Sie, wie ich es Ihnen gezeigt habe, den Flugmodus eingeschaltet haben. So schützen Sie sich vor ungewollten Verbindungen, die sehr, sehr viel Geld kosten können. Zusätzlich können Sie zum Flugmodus auch noch das WLAN einschalten und sich in Hotels auf Kreuzfahrtschiffen mit einem WLAN-Netz verbinden. So können Sie höchstwahrscheinlich kostenlos oder mit sehr geringen Kosten sich im Internet bewegen und alle Dienste verwenden, die übers Internet zugänglich sind. Das wären zum Beispiel WhatsApp, alle Nachrichten und auch WhatsApp-Anrufe und Videotelefonie. Natürlich können Sie dann nicht normal telefonieren oder SMS schreiben. Das ist meistens im Urlaub ohnehin nicht so wichtig. Zusätzlich können Sie alle Funktionen mit dem eingeschalteten Handy verwenden, die ohne Internet funktionieren. Das wären zum Beispiel Taschenlampe, Taschenrechner, Fotografieren und Bilder ansehen. Das war's von meiner Seite. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin.